Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Ich möchte euch heute das Hardcore Survival Game Day of Billions vorstellen. Und ich schlage vor, ich starte jetzt einfach mal ein neues Survival Game und nenne das Survival ganz einfach und spiele mit folgenden Einstellungen. Also ich möchte auf der Karte The Frozen Highland spielen, um die Desolated Wastelands freizuschalten. Und möchte das Ganze versuchen in 100 Ingame-Tagen zu schaffen. Ich könnte jetzt auch mehr einstellen, also dass ich es in mehr Tagen schaffen will, dann wird das Spiel einfacher. Ich könnte aber auch weniger Tage machen, dann wird das Spiel schwieriger. Und ich habe mich für die Low Population entschieden, also genau das Mittelding von allem. Ich könnte jetzt auch eine höhere nehmen, dadurch wird das Spiel natürlich schwieriger oder weniger nehmen, dann wird das Spiel dann einfach einfacher. Aber ich möchte es mal in der Konfiguration versuchen mit dem Score-Faktor 100, denn wir brauchen den Score-Faktor 100 und müssen das Spiel dann schaffen, um die vierte Map freizuschalten, die Desolated Wastelands. Und ich starte jetzt einfach mal das Spiel und schau mal, ob mir das Glück hold ist und ich es schaffen werde diesmal. Ich fange an auf der Map hier, die immer zufallsgeneriert ist, also jedes Mal, wenn ich ein neues Spiel starte, habe ich eine andere Map, das heißt, ich kann mich nicht auf die Map hier vorbereiten und beginne mit einem Command Center. Hier ist das große Gebäude in der Mitte, drei Rangern, vier Rangern, Entschuldigung, das sind die vier hier, an den Soldier. Was jetzt sofort auffällt, der Soldier ist deutlich langsamer wie die Ranger. Und was, glaube ich, recht schnell ersichtlich sein wird, ist, dass der Soldier deutlich mehr Lärm verursacht mit seiner Waffe als die Rangers. Lärm ist insofern ein wichtiger Faktor, denn der Lärm zieht die Zombie-Horden an. Und je mehr Lärm wir machen, desto mehr Zombies kommen auf uns zu und mit denen müssen wir irgendwie fertig werden. Und das werden wir noch sehen. Das wird nicht immer einfach. Hier, da haben wir jetzt sehr, sehr viele Zombies. Schauen wir mal, den Soldier ziehe ich mal lieber weiter zurück, bevor nicht, dass der mir aus Versehen das ganze Zombiefeld da oben anzieht, weil dann ist das Spiel sehr recht schnell entschieden. Und wir wollen doch ein bisschen was sehen, denke ich. Ich habe angefangen mit Zelten, um meine Kolonie zu erweitern. Also Ziel des Spiels ist es, eine Kolonie aufzubauen, die in der Lage ist, ganz am Schluss nach diesen 100 Ingame-Tagen, die ich eingestellt habe, die finale Welle zu überleben. Wenn ich das geschafft habe, dann bekomme ich die vierte Karte zum Spielen freigeschaltet und ja, ich hoffe, das schaffen wir hier auf Anhieb. Genau, ich habe die Zelte gebaut. Die Zelte sorgen dafür, dass ich mehr Geld kriege, also Steuern, die wiederum das Geld brauche ich, um Jägerhütten aufzubauen, die mir Essen generieren, damit ich weitere Zelte bauen kann. Alternativ könnte ich auch Fischerhütten bauen, um an Essen ranzukommen. Und wir sehen jetzt gerade, wir haben jetzt genügend Kolonisten gebaut, also in unsere Kolonie aufgenommen, damit wir einen Bürgermeister zur Seite gestellt kriegen. Und jeder Bürgermeister hat seine Bonuseffekte und die gute Bürgermeisterin hier würde uns einen Tesla Tower zur Verfügung stellen. Ein Tesla Tower ist an sich nicht schlecht, damit können wir unseren Energieradius erweitern. Das ist hier im Hintergrund, sieht man es, die grüne Fläche, weil wir können nur in diesem Energieradius etwas bauen. Der Bürgermeister links würde unser Command Center einen Energieradius plus 4 bescheren und eine Sichtweite plus 4. Was ich jetzt sagen würde, deutlich besser ist. Also nehmen wir das einfach mal, weil dann müssen wir ein bisschen weniger Tesla-Türme bauen und sehen auch ein bisschen mehr. Das sehen wir jetzt auch gleich. Wenn wir jetzt hier mit den drücken, sehen wir gleich Riesenradius plötzlich und wir müssen hier keinen Tesla-Tower bauen, um Jägerhütten aufzubauen. Wir können jetzt hier einfach ganz simpel, also das war ein richtig guter Bürgermeister.
Und das nutzen wir auch gleich aus, indem wir da fleißig Jägerhütten aufbauen. Ich kann nicht Jägerhütte neben Jägerhütte bauen, denn der Radius einer Jägerhütte darf nicht den Radius einer anderen Jägerhütte berühren. Das funktioniert hier leider nicht. Sonst könnte man klar einfach Hütten neben Hütten bauen, aber das wäre doch ein bisschen zu einfach. Hinzu muss man jetzt hier immer versuchen, dass wir Zelte hochziehen. Jetzt können wir keine Zelte bauen, weil uns die Nahrung ausgegangen ist, aber wir haben ja schon vorausgedacht und bauen jetzt hier gerade Hütten auf. So, jetzt haben wir Nahrung und können jetzt einfach weiter bauen. So, jetzt bauen wir dann. So. Das reicht, denke ich mal, jetzt fürs Erste. Eigentlich darf man das ja so nicht sagen, weil in dem Spiel ist man gezwungen, laufend zu expandieren. Wenn man einmal aufhört damit zu expandieren, dann hat man das Spiel eigentlich fast schon verloren. Denn das Problem ist, der Warenkreislauf ist teuflisch. Man ist gezwungen, ständig Hütten für Essen zu bauen, Mühlen für Energie, Steinbrüche für Stein und Eisen und so weiter. Und das alles kostet wieder Workers. Und die Workers wiederum setzen ja, das haben wir jetzt ja schon gesehen, setzen ja auch wieder Gold und Nahrungsmittel voraus. Also, das ist ein ewiger Kreislauf, aus dem man nicht ausbrechen kann. Und irgendwann geht einem der Platz aus und aus dem Grunde muss man einfach laufend expandieren, damit man immer wieder Fläche hat, um die benötigten Gebäude aufzubauen. Jetzt sehen wir hier, die Nahrung wird schon knapp und die Energie, Entschuldigung, ich habe auf die Energie gezeigt, aber es wird tatsächlich beides sehr knapp. Das heißt, wir könnten jetzt hier eigentlich eine Fischehütte bauen. Das machen wir jetzt hier auch. Und hier machen wir auch nur eine. Ist zwar recht nah dran, aber das kriegen wir schon hin, denke ich. Und dann bauen wir hier noch den nächsten Tesla Tower. Ah, jetzt war ich gerade erschreckt. Also, das ist ja. Und mein Herr Soldier ist an der Attack. Wird man ganz schnell herholen. Man muss aufpassen. Also, das Spiel. Die Zombies, die versuchen natürlich die Kolonie zu überrennen, zu infizieren. Und wenn sie das schaffen, man sieht jetzt hier zum Beispiel an dem Zelt, es hat einen grünen und einen orangenen Balken. Wenn der orangene Balken runter ist, weil der Zombie das Gebäude gerade angreift, dann ist das komplette Gebäude infiziert und dann kommen neue Zombies raus. Die wiederum greifen das Gebäude nebendran an und das ist eine so schnelle Kettenreaktion, auf die kann man nicht reagieren. Also es ist zu 100% ein verlorenes Spiel, wenn man einen Zombie durchgelassen hat und nicht gesehen hat. Ist mir schon ein paar Mal passiert. Und ja, man ärgert sich dann halt einfach nur, aber man will es dann trotzdem immer wieder von vorne probieren. Das ist auch das, was man im Spiel echt anrechnen muss. Es ist richtig schwierig, aber man will es ständig wissen, man will ständig nochmal probieren, man will ja weiterkommen, man will die letzten Maps freischalten, man denkt sich jedes Mal, ach, das war nur so ein ganz kleines Ding, an dem es gescheitert ist, das nächste Mal mache ich es besser, das nächste Mal. Meistens wird es das nächste Mal nicht besser, weil man dann noch ein bisschen aufgewühlt ist vom letzten Fehler, aber wenn man sich dann wieder sammelt und es dann nochmal probiert, dann funktioniert es dann meistens doch. Die Schwierigkeit in dem Spiel ist einfach nur, man kann sich nicht darauf vorbereiten. Die Maps sind jedes Mal neu generiert, es ist jedes Mal eine andere Map, mit jedem Mal, wo ich ein Spiel erstelle. Und demzufolge kommen die Zombies auch jedes Mal von woanders. Also es kommen im Laufe des Spiels kommen immer wieder Wellen von Zombies, entweder aus dem Norden, Süden, Osten oder Westen. Das kann man nicht vorhersehen. Also man muss auf alles vorbereitet sein in diesem Spiel. Ich brauche dringend noch eine weitere Sägemühle. Dann mit dem Plus 11 auf Dauer werden wir da nicht sehr weit kommen. Die müssen wir natürlich warten. So, jetzt haben wir es fertig. Jetzt bauen wir. Plus 8 ist nicht viel, aber es ist etwas. Und wir müssen laufende Kunden, damit wir auch wissen, wo macht es denn Sinn, in welche Richtung möchte ich mich dann weiter
entwickeln, also wohin möchte ich expandieren. Und das schaut schon ziemlich fies aus da oben, also wir müssen jetzt auch mal schauen, dass wir recht schnell eine Quarry bauen, damit wir Minerale wie Stein, Eisen oder auch Gold einsammeln können. Stein erkennen wir hieran, das hier ist Stein, und hier auch nochmal, hier finden wir Eisen. Und Gold gibt es auch noch hier, aber das kann ich euch gerade nicht zeigen, weil das müsste ich erst noch suchen. Und wir sind gerade ein bisschen umzingelt, daher würde ich ungern meine Wohlfühlzone verlassen. Auch wenn wir das müssen, also früher oder später müssen wir das. Wir sehen ja jetzt schon hier immer schon keinen Platz mehr, da wird es auch schon eng. Und wenn wir uns jetzt hier in die Richtung weiterentwickeln wollen, dann wird es da auch sehr schnell eng mit dem Platz. Ja, mit der Nahrung wird es auch schon wieder knapp, aber da warte ich jetzt kurz drauf. Ich will eine Quarry bauen, um Stein abzubauen, denn Stein brauchen wir, um die Kaserne hier aufzubauen, in der wir dann, sobald wir sie stehen haben, erstmal einige Rangers spammen werden, damit wir zum Beispiel das hier oben aufräumen können. Aber da brauchen wir noch ein bisschen. Und Nahrung, wir müssen wieder was für die Nahrung tun. 15, 17, 17 hört sich gut an. Ready and waiting. For the colony! All the way. Schön. Ja, das sieht mir doch nach einer guten Position aus. Stand jetzt habe ich hier recht einfach zu verteidigen für den Anfang. Und hier. Hier auch. Ja, eigentlich bin ich erstmal von allen Seiten so gut abgedeckt, dass es mir jetzt nicht schwerfallen dürfte, das erstmal zu verteidigen. Man darf es natürlich nicht unterschätzen. Ich sag, man muss immer die Augen offen halten, nicht, dass irgendwo doch mal ein Zombie durchflutscht, aber jetzt erstmal kann es mir nicht passieren. Die Stellen sind alles so eng beieinander. Da müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen. So, jetzt bauen wir unten nochmal einen Tesla Tower auf, damit wir da die Mauer ziehen können, damit wir uns da erstmal gar keine Gedanken mehr machen missbrauchen müssen. Dann stellen wir da einfach nur den Ranger hin und da kümmert sich schon ein bisschen um den übrigen. Die übrigen Zombies, die da versuchen reinzukommen. Also hier noch. Nicht zu. Man kann jetzt aber auch nicht bauen, wie man lustig ist. Ihr habt es vielleicht schon jetzt gesehen. Man muss immer ein bisschen gucken, wie das Gebäude, bei der Jägerhütte haben wir es ja schon gesehen, wir sehen es auch hier bei den Wohnhäusern, jedes Gebäude hat seinen Eingangsbereich und darum kann ich jetzt hier nicht zubauen, weil die Hütten haben nach hier ihren Eingangsbereich offen. Darum kann man da leider nicht bauen, wir lustig sind. So, jetzt hier bauen wir gleich mal. Ah, da ist ein Zombie zu nah dran. Den beseitigen wir mal rasch. So, dann können wir das hier mit dem Holzwall versiegeln. So, jetzt haben wir noch eine Nahrung gekriegt. Jetzt müssen wir noch einen Zyklus warten. Stein, dann hätten wir Energie brauchen wir wieder. Also, das ist, wo ich vorhin angefangen habe. Man braucht laufen, muss man für Ressourcen, Gebäude, Nachschub sorgen. Und damit das wieder klappt, brauchen wir wieder andere Gebäude. Und das ist einfach ein Teufelskreis. Dass man nur am hinterher rennt. So, jetzt fehlt uns wieder Nahrung. Ah, da unten haben wir doch auch Platz. 15. Und da geht 13 mit. Attention, building completed. Yes, tell me, but be quick. Attention. Building completed. Ja, wir können die Kaserne bauen. Bauen wir sie hier hin. Und dann warten wir, bis die fertig sind. Also die erste Zombie-Welle, die wird auch nicht mehr so lange warten lassen. So Tag 12 wird die kommen, schätze ich. Da muss man jetzt nochmal ein bisschen Vorbereitungen treffen. Attention. Building completed. Und das so. This better be good. Ich will gerade
Ich glaube, ich tausche mal. Just tell me what to do. All the way. Und der da unten hin. Also, ein Soldier ist theoretisch stärker als ein Ranger. Greift auch schneller an, aber der ist dafür eben halt auch lauter. Also es hat so alles seine Vor- und Nachteile. Ja, die ziehen immer fleißig Zombies an, bekämpfen sie, wenn die da kommen. Brauchen wir noch. Ist jetzt zugemacht. Dann das jetzt hin. Attention. Building complete. Jetzt kommen wir dahin. So, jetzt ist die Kaserne fertig. Jetzt bauen wir erstmal gleich mal 5 Rangers. Und wenn wir hier vielleicht ein bisschen aufräumen können, weil vielleicht können wir uns ja in die Richtung noch ein bisschen ausbreiten. Und hier denke ich, werde ich jetzt zumachen. Damit ich mir da erstmal keine Gedanken machen brauche. Attention, building completed. Dann bauen wir jetzt hier wieder neue Helden auf. Eine geht rein. Okay, einer geht. Da unten können wir tatsächlich eigentlich auch nochmal. Nummer 13. 13 hört sich gut an. Schalten wir die erstmal auf. Weil hier ziehen wir dann wahrscheinlich noch Mauern hoch. Dann hat sich das erledigt. Als nächstes bauen wir den Wood Workshop, in dem können wir Gebäude erforschen. Wie zum Beispiel einen Wachturm oder einen Markt. Der Markt wird noch sehr wichtig sein, denn alle Ressourcen, die wir über die Kapazität hinaus produzieren, produzieren wir für die Katz, also ins Leere hinaus. Die haben wir also für immer verloren. Der Markt verkauft die Ressourcen aber wieder. Der Markt verkauft überschüssige Ressourcen und macht daraus Gold. Gut, wenn das Gold natürlich auch vorläuft, dann ist es vollgelaufen, dann verschenken wir Gold. Aber lieber verschenken wir Gold, als dass wir 1, 2, 3, 4, 4 Ressourcen verschenken. Ja? So, jetzt sind wir dran. Also ich denke, wir müssen noch eigentlich, wir müssen echt mal schauen. Aber ich brauche wieder Energie. Müssen wir Energie bauen und dann müssen wir schauen, dass wir vielleicht mal irgendwo eine Sägemühle aufbauen, weil tatsächlich ist mir das zu wenig Holz, was ich produziere. Da werde ich nicht glücklich mit auf Dauer. Ah, das sieht mir nach sehr vielen Zombies aus da oben. My bow and arrows are ready. Ah, Holz wollte ich bauen, gell? Ah, verdammt. Ah, ne, brauche ich ja gerade die Energie. Okay, hab mal Glück gehabt. Attention. Building completed. Ah, Holz da oben, genau. So, 12. 14. 14. Kann da noch einer durchlaufen? Ja. Oder da 14. Schwierig, 14, 14. Ist eigentlich egal, ne? Bauen wir es hier hin. Bauen wir es hier hin. Spammen nochmal Rangers, wir brauchen noch deutlich mehr. Und der Woodworkshop ist fertig, in dem werden wir jetzt erstmal überlegen. Das Problem ist, wir haben noch recht wenig Grünfläche. Für die Farmen brauchen wir Grünflächen und da schaut es jetzt erstmal noch sehr mau aus. Darum würde ich, glaube ich, jetzt erstmal den Lookout Tower erforschen, also den Wachturm. Indem wir dann vielleicht schauen können, ob nicht vielleicht in der Nähe doch mehr Grasflächen sind und in die sollten wir dann schnellstmöglich expandieren, weil mit den Jägerhütten und Fischhütten sind wir eigentlich am Limit, also da können wir nicht mehr bauen. Vielleicht hier oben, schauen wir mal, dass wir da einen Wachturm hinbauen. Ja, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Da noch ein Hütchen hin. Aber ihr seht, es ist nicht leicht. Mit der ganzen Platzierung, wo baut man das Gebäude hin? Wie ist es safe?
das bringen wir auch hier hin. Building completed. So, der Wachturm ist jetzt dann auch gleich fertig erforscht. Dann wollen wir schauen. Schauen wir mal, vielleicht haben wir da uns zu früh Expansionsgrenzen gesetzt. Schauen wir jetzt, jetzt klären wir hier oben. Oh, super. Puh, das ist jetzt schwierig. Also der linke Bürgermeister würde uns unsere Mühlen quasi mehr Energie spendieren, also dass sie mehr Energie produzieren. Die rechten Bürgermeisterin, die rechte Bürgermeisterin würde die Food-Produktion unserer Farmen erhöhen. Aus Erfahrung würde ich jetzt eher sagen, wir nehmen links den Bürgermeister für die Energieproduktion, weil wir haben das Problem, ich kann nicht Mühlen neben Mühlen bauen. Also Mühlen müssen immer 4 Felder Abstand voneinander stehen. Das heißt, der Platz ist eigentlich recht begrenzt, wo ich die aufbauen kann, weil ich kann die jetzt auch nirgendwo mehr groß in meiner Siedlung verteilen. Darum nehme ich jetzt einfach mal links den Bürgermeister, damit die mehr Energie produzieren. Sehen wir gleich, das hilft super. Da müssen wir jetzt nicht so schnell den neuen machen. Und der Wachturm ist fertig erforscht. Bauen wir jetzt gleich, da bauen wir gleich ein paar mehrere. Ah, eine der zufälligen Speicherstände. Vielleicht mal ein bisschen was zu dem Spiel selbst. Also das Spiel bietet keine Möglichkeit, das Spiel zu speichern und an der Stelle X nochmal neu zu laden, wenn man es verkackt hat. Wenn man es verkackt hat, dann hat man es verkackt. Da muss man dann, da hilft eigentlich nur nochmal neu anfangen. Klar, ich könnte jetzt sagen, ich verlasse das Spiel, an der Stelle wird es dann gespeichert, aber wie gesagt, wenn ich dann weiterspiele, dann ist der Spielstand quasi schon nicht mehr gültig, weil es wird neuer angelegt beim nächsten Verlassen des Spiels. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit an dem Spiel, eben halt, weil man nicht sagen kann, ich glaube, der vorletzte Spielstand, der war deutlich besser, deutlich bessere Ausgangsposition, das funktioniert nicht. Das kann man hier nicht mehr nutzen, aber das ist einfach so die Schwierigkeit dran, das mag ich auch so ein bisschen. So, und jetzt fangen wir an zu klären. Wir sehen jetzt hier auch gleich, die sind gut beschäftigt. Sie locken auch reihenweise neuere, andere Zombies an. Hier am Anfang ist das noch nicht so das Problem, weil die Zombies sind noch recht einfach. Sie sind langsam und sie sind schwach. Im späteren Verlauf des Spiels wird es stärkere Zombies geben. Oh, ah, hier haben wir eine Doom Village. Auch hier. Das ist nicht gut. Warum ist das nicht gut? Die Doom Village hat sehr... Also in der Doom Village ist quasi die Stadt der Zombies, da leben die Zombies. Wenn ich die jetzt angreifen würde, diese Stadt, dann würden plötzlich ganz viele Zombies aus den Häusern kommen. Genauso ist es aber auch, wenn ich jetzt sehr viel Lärm in der Nähe des Gebäudes machen würde, also diese Doom Villages, dann würden da auch Zombies rauskommen, die mich angreifen. Es sind nun mal recht viele. Und, gleich am Anfang eine in der Nähe, also gleich am Anfang eine Doom Village anzugreifen, ist nicht sehr empfehlenswert. Da sollte man echt warten, bis man mal genügend Einheiten hat. Das bereiten wir jetzt hier mal vor. Wir sehen jetzt hier, es gibt die rothaarigen Rangers und jetzt sehen wir hier plötzlich auch eine blonde Ranger, einen blonden Ranger. Das liegt jetzt daran, dieser Ranger ist zum Veteran aufgestiegen. Man hat mit der Version 0.4 hat man ein Veteranensystem eingeführt. Das sehen wir hier die Erfahrung. Und wenn sie genügend Erfahrung gesammelt haben, die Einheiten, dann verdoppeln sich nahezu die Angriffswerte. Also, wenn Sie jetzt hier anschauen, ohne Veteranenstatus machen wir 10 Angriff und eine Attack Speed. Mit Veteranenstatus sind wir bei 12 und greifen aber zweimal in der gleichen Zeit an, also doppelt so schnell. Stand jetzt ist das Spiel in der Version 0.5. Erst kürzlich kam Sprachsupport dazu, jetzt erstmal nur für Spanisch. Was daran liegt, dass das Entwicklerstudio ein spanisches Entwicklerstudio ist. Es soll aber innerhalb der nächsten 2-3 Wochen auch noch weitere Sprachen folgen, wie Deutsch,
Französisch und die anderen Sprachen habe ich jetzt gerade nicht so im Kopf, was da noch kommen soll, aber man ist auf jeden Fall fleißig am Entwickeln. Es werden immer wieder Patches nachgereicht. So, unsere Farmtechnologie ist auch erforscht worden. Jetzt würde ich fast dazu neigen, die Balliste zu erforschen. Oder doch eher die Cottage. Ach, dann machen wir die Cottage, dann können wir unsere Häuser aufwerten. Und jetzt platzieren wir hier mal eine Farm, würde ich sagen, damit wir mehr Nahrung. Weil wir sind schon wieder knapp an Nahrung, wir haben wieder 5 Nahrung, ne? Oh, na hier, das sind 50, das hört sich gut an. Und klären dabei hier oben weiter. Und ihr könnt da unten ein bisschen aufräumen. Und dann versuchen wir noch vielleicht vor der nächsten Wave hier Mauern zu setzen, damit wir uns da auch verteidigen können. Machen wir das so oder so. Machen wir das lieber so und machen wir hier unten noch was. Gut. Das klären wir hier unten noch. Hier ist auch noch leer. Hier oben haben wir auch noch ein paar Zombies. Hier sehen wir übrigens mal noch einen anderen Zombie-Typ. Der Mann hier im Anzug. Der ist stärker. Und hält auch deutlich mehr aus. Also es gibt verschiedene Arten von Zombies. Und später werden noch ein paar dazukommen. Das werden wir noch sehen. So. Jetzt ist es soweit. Die erste Welle kommt. Sie kommt vom Westen. Das heißt, sie kommt von links. Wir müssten also... Wir ziehen Truppen ab und schauen, dass wir hier noch ganz schnell die Mauer hochziehen können. Ich glaube eher, dass sie hier unten langlaufen werden. Es kommt jetzt darauf an, ob sie jetzt von hier oben kommen, von da unten oder genau von der Mitte. Das werden wir gleich sehen. Jetzt brauche ich hier noch rasch. Moment. Jetzt brauche ich hier noch rasch die Mauer auf, damit uns da oben nichts überraschen kann. So, haben wir das gemacht. Und machen hier noch, genau. So, eine Stunde. Okay, sie kommen von genau mittig. Das heißt, sie werden hier unten reinlaufen. Das heißt, wir schieben die Truppen mal hier runter. Dann noch hier rasch. Der Soldier ist auch mal fleißig beschäftigt noch. Dann okay. Zombie zu nah dran. Ah, jetzt haben wir keine Ressourcen mehr, okay. So. Also jetzt kommt die erste Welle. Sie wird noch, ist noch recht klein. Jede weitere Welle wird immer größer, immer stärker. Bis zum Schluss, die finale Welle dann kommt. Da kommen die Zombies dann von allen Seiten und das sind dann wirklich sehr, sehr viele, also Billions trifft es fast wirklich schon. Je nachdem, was man am Anfang natürlich im Spiel eingestellt hat. Da kommen sie auch schon angelaufen. Es sind wie gesagt recht wenige. Und Moment, ich kurz da oben gucken. Ah, da will auch schon wieder einer versuchen durchzukommen. Ja, und die erste Welle haben wir ohne Probleme überstanden. Schauen wir noch hier oben, dass wir hier das sauber kriegen. Genau, alles überstanden, ohne Probleme. Und an dieser Stelle möchte ich die heutige Folge abschließen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, euch nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen auf meinem Kanal zu einem weiteren Let's Play Day of Billions. Ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.